Hallo liebe Gothic-Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, in dem ich euch zeige, wie man in Gothic 2 die Nacht des Raben das Inventarmenü vergrößert. Und das betrifft auch alle meisten Modifikationen, die auf dieses Spiel zugreifen. Ich gehe jetzt mal in das Inventarmenü und da seht ihr, standardmäßig haben wir sozusagen 5 Säulen oder auch Columns genannt und wir haben 11 Zeilen. Und da zeige ich euch, wie ihr das mit einem kleinen Eingriff in die Gothic INI verändern könnt. Dazu macht ihr euren Datei-Explorer auf und geht auf den Pfad, wo ihr euer Gothic 2 Ordner habt. Und dort geht ihr auf System. Und in diesem Systemordner befindet sich auch die Gothic INI für das Hauptspiel Die Nacht des Raben. Die macht man entweder mit einem Editor auf, mit einem Notepad, oder so wie ich das mache, mit dem Notepad++. Und dann gehen wir weiter runter, und zwar so weit bis zur Zeile 104. Da sehen wir auch schon, Inf max columns ist gleich 5. Das bedeutet Inventar der maximalen Säulen, also 5 Stück. Und in Zeile 107 steht auch Inventar maximale Reihen 0. Das bedeutet, dass er so viele Zeilen aufbaut, wie die grafische Auflösung es zulässt. Wir brauchen sozusagen im Grunde genommen nur die maximale Column-Anzahl zu ändern. Und da empfehle ich, entweder könnt ihr 10 eingeben, wenn ihr auf 1920x1080 spielt, oder ihr gebt dort auch 0 ein. So wie ich das jetzt mache. Dann einmal abspeichern und das Spiel neu starten. So, jetzt haben wir das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt schauen wir mal, wie es sich mit dem Inventar verhält. Oh, das ist sehr breit geworden. Also hier haben wir, wenn wir 0 eingeben, haben wir natürlich über die ganze Breite natürlich... Ah, Moment mal, lass uns mal zählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wir haben also 26 Columns und wir haben da auch 11 Zeilen. Ja... Das heißt, wir müssen nochmal ändern. So, jetzt sind wir wieder zurück zu unserem Notepad++ Administrator. Wir haben gesehen, wenn wir den Wert 0 eingeben, erstreckt sich das ganze Inventar über die ganze Breite des Bildschirms. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen ist es ratsam, maximal eine 10 einzugeben. Und dann nochmal speichern. Oder ihr könnt hier auch auf das Diskettensymbol drücken. Und dann nochmal neu starten und dann gucken wir, wie sich das dann jetzt verhält. So, jetzt haben wir nochmal neu gestartet. Und da sehen wir auch ein schönes Schäfchen da hinten. Jetzt gucken wir unser Inventarmenü an. Und wir sehen, ah, so sieht es doch einigermaßen angenehm aus. Und man hat eine große Übersicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist doch schon besser. Und wenn man mehr Inventar eingesammelt hat im Laufe des Spiels, hat man auch gleich einen viel besseren Überblick. Ich habe jetzt mal eine andere Modifikation, die auf die Nacht des Raben basiert, eröffnet. Und jetzt schauen wir uns mal in dieser Modifikation Velaya, die Geschichte einer Kriegerin, mal das Inventurlistchen an. Also drücken wir mal wieder die Tab-Taste und wir sehen auch hier sind es 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spalten. So wollen wir es denn haben. Ja, jetzt gehen wir mal in eine andere Szene rein. Und zwar wollen wir mit jemandem handeln. Hallo, Elena. Wie zum Beispiel bei dieser Elena. Was kann ich bei dir bekommen? Und dann gucken wir uns auch da die Inventurmenüs an. Und wir sehen, dass auch Elenas Menü sich um 10 erweitert hat. Also hier gibt es auch 10 Spalten. Also einmal diesen Wert geändert und schon haben wir ein schönes, großes, übersichtliches Inventar. Wieder mal zurück zu Gothic, die Nacht des Raben, aber diesmal in einer anderen Version, und zwar in der L-Heaver-Version. L-Heaver oder Liver, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie es wirklich ausgesprochen und richtig ausgesprochen wird. Ja, hier sieht man zum Beispiel in der Liver-Version, wenn zum Beispiel das Pentagramm. Richtig schöner Effekt. Aber uns interessiert erstmal das Inventar und wie ihr hier sehen könnt, haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spalten.
Und 1, 2, 3, hier, 7, 9, 10, 11. Also auch 10 mal 11 Zellen. Ja, das war jetzt zum Beispiel Eliver-Version. Schalten wir mal zu einem anderen Spiel. Ja, Odyssey im Auftrag des Königs. Da lade ich auch mal kurz ein Spielchen ein. Zusätzlich sei gesagt, dass sich Odyssey im Auftrag unabhängig von den anderen Gothic-Modifikationen und auch von dem Hauptspiel installiert habe. Das heißt also, ich habe nochmal die Nacht des Raben neu installiert mit der Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs. Auch in der Eliver-Version oder Elhiver oder El-Apostrophiva-Version. Das muss man noch ein bisschen einrendern, sodass sich die ganzen Modifikationen mit deren individuellen Einstellungen nicht irgendwie überschneidet oder dass es da keine Fehler gibt. So, und jetzt gucken wir nochmal hier auf die Händlerin Jutta. Jutta, hallo. Zeig mir deine Ware. Und dort sehen wir, da habe ich es auch auf 10 und 0 eingestellt, aber hier ist das Inventarmenü größer dargestellt, also hier gibt es größere Symbole und dafür haben wir halt eben nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen. Aber trotzdem, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beim Händler. Das heißt also, der Händler hat auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn ich jetzt aufhöre und gucke mein Inventar an, habe ich dann, wo bin ich? Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spalten vom Inventar. Das ist sehr schön und das ist ja auch logisch, weil es sich automatisch der Auflösung anpasst. Ja, ich hoffe, dass ihr mein Tutorial einigermaßen hilfreich fandet, wie man halt eben das Inventar vergrößern kann mit nur einer einzigen Zahl in der Gothic INI. Ja, schreibt Kommentare, abonniert mich, gebt mir einen Daumen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.